Nummern einfach, die Spaß machen. So. Also ich habe es gesehen und dachte gleich, ja, das geht. Ist ungewöhnlich, aber geht. Und für mich war es genau andersrum. Ich habe gedacht, was, wie zur Hölle soll das denn gehen? Und wie soll man da irgendwie ein Musical draus machen? Und Musical, wie ich es kenne, weiß nicht. Also das hat für mich, war für mich echt schwierig und vorzustellen. Mir ging es total ähnlich. Also ich bin auch, ich finde Musical auch eigentlich 80% der Fälle nicht so toll. Danke fürs Kompliment, okay. Und das war aber auch der, das war auch der Grund, warum ich mitmachen durfte. Und, du hast es schon erfasst, also wir, auch wir von Stage Entertainment sind wild entschlossen, bei diesem Projekt ungefähr alles anders zu machen, als wir es sonst so tun. Und da passt es ganz gut ins Bild. Jetzt haben wir zwar, obwohl ihr den Film so gar nicht kanntet, ich glaube, niemand hier im Raum kennt den Film nicht, ihr seid so ungefähr die Einzigen, einen sehr, sehr bekannten Stoff mit ganz bekannten Figuren, ja, und mit einer bestimmten Welt, die da so dargestellt ist. Wie setzt man an, wenn man jetzt weiß, ich muss für die Bühne was entwickeln, ich möchte für die Bühne was entwickeln? Was ist der kreative Erstgedanke? Ist erst die Musik da oder ist erst ein Text, der theatergerecht ist, da? Wie geht man da kreativ vor? Also wir hatten das große Glück, dass wir zwei ziemlich Musical-unerfahren sind, also noch nie irgendwas mit Musical zu tun hatten. Ich mag Musical ganz gerne. Mach schon mal. Danke. Und hatten das große Glück, dass wir Kevin an unserer Seite hatten, der uns an die Hand genommen hat und gesagt hat, so, hier ist ein tolles Buch, so macht man das im Musical. Oder, ja, und dann haben wir unsere Sprache da so mit reingebracht und unsere Musik, unsere Popkultur. Ich glaube auch eine große Herausforderung war, dass man versucht, dass die, also mir geht es oft so im Musical, man sitzt da, dann fängt jemand an zu singen und man denkt irgendwie so, okay, das ist ja schön und gut, aber das hätte man jetzt nicht singen brauchen. Und dass man halt irgendwie so ein unmittelbares Gefühl erzeugt, dass wenn jemand anfängt zu singen, dass es sich nicht irgendwie komisch anfühlt. Für ein allererstes sogenanntes Reading, da hat man schon die Songtexte stehen schon, die Melodien stehen schon. Das habt ihr für uns aufgenommen und sie haben es, auch die Frauenstimmen, für uns gesungen. Das hat unglaublich toll gewirkt. Wir haben es, ich wollte so gerne, dass sie das heute für uns auch machen, aber sie genieren sich da doch so ein bisschen. La, 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 la. Ganz so wird es sich hinterher nicht anhören. Ja, also ihr habt einen spannenden, offensichtlich gemeinsam gestalteten Kreativprozess. Nicht jeder in seinem stillen Kämmerlein, sondern ihr sitzt zusammen und habt die Ideen ausgetauscht. Und jetzt habt ihr es fertig. Was würdet ihr allen hier im Raum sagen? Warum ist es ein Mehrwert, das Stück als Musical nochmal zu sehen, anstatt sich eine DVD zu holen oder es auf Netflix nochmal zu gucken? Also ich glaube, dass das Stück nochmal was völlig anderes sein wird als der Film. Also es basiert, die Geschichte basiert auf dem ersten Film. Den zweiten und dritten gab es noch gar nicht, als wir angefangen haben zu schreiben. Es basiert da drauf. Musical dauert immer furchtbar lange. Ja, und aber wir haben uns halt, die Aufgabe für uns war ja eine völlig eigene, es ist ja eine ganz andere Form, eine ganz andere Herangehensweise. Und wir haben halt geguckt, was funktioniert gut für die Bühne und haben da Momente aus dem Film genommen, die jetzt bei uns viel, viel größer sind. Wir haben Figuren, wir haben natürlich viel umgeworfen, Figuren, die im Film vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielen, haben bei uns viel, viel mehr Gewicht. Und es gibt ja so Momente, die im Film, es gibt zum Beispiel diese Szene im Film nach der Verfolgungsjagd bei den U-Bahn-Gleisen, wenn Lizzie und Sicky sich verstecken, was nur so ein kurzer Blick zwischen den beiden ist von ein paar Sekunden, das ist jetzt bei uns eine ganze Nummer geworden, die ausgebaut ist. Und ja, oder Romeo und Julia, das Theaterstück. Also das sind so Sachen, die bei uns eine ganz andere Gewichtung bekommen haben, ganz anderen Blickwinkel auf den Film. Und ich würde sagen, also ihr werdet bestimmt auch noch was dazu sagen können, und es ist halt einfach live. Also da wird am Schluss eine ganz andere Energie, also es hat richtiges 3D, nicht nur mit so einer Brille auf. Das wird eine ganz andere Energie haben. Die Grafik ist auch gut. Ja, und es gibt halt auch durch die Musik und durch das Gesungene eine emotionale Ebene, die im Musical anders ist als im Film. Dadurch kriegt man noch ein bisschen mehr. Also ich habe oft gehört von Leuten, denen wir es vorgespielt haben, das ist ja noch mal viel emotionaler, da muss man sich ja fast mal eine Träne verdrücken bei manchen Sachen. Genau, das musste ich, obwohl ich das im Film auch, ich heule im Film, also insofern. Macht Lust auf mehr.